Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. An meiner Seite darf ich begrüßen den lieben Manu. Moje. Moje. Easy. Ja, wenn man Heimaturlaub in Aschaffenburg macht zwischen den Folgen. Heimaturlaub, sagt er. Guck mal, läuft doch wie Sau. Ist so schier geworden. Okay. Heute ist Holz angesagt. Genau, heute ist Holz angesagt. Wir wollen ein bisschen Holz, wir wollen ein bisschen mit Steinen bauen. Und haben noch mal ein bisschen was nachträglich zu richten. Aber da kommen wir dann gleich drauf zu. Jetzt machen wir erstmal das, was wir in der letzten Folge schon angekündigt haben, den Holzzug. Das ist ja auch cool. Das haben wir auch noch nicht gehabt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, welcher Frasche. Eigentlich müsste der rechte Zug zuerst fahren. Ja, und Saatrot. Grün. Da wusste schon vorher, dass grün war. Der ist schon eher losgefahren. Ja, modernes KTCS. KTCS, ja. Ja, was die Europäer können, können die Kant Island schon länger. Schon lange. Ich habe schon überlegt, mal so ein Logo zu machen. Kant Island. Aber dafür sind wir eigentlich schon eher zu nah am Ende der Staffel. Heißt aber nicht, dass wir es jetzt beenden. Ein bisschen haben wir noch. Ja, es ruckelt auch ein bisschen und manchmal auch ein bisschen doller, aber ich finde das jetzt nicht dramatisch. Da sind wir aus dem ersten Teil von Transport Fever ganz anderes gewohnt. Also man kann den Entwicklern nicht vorwerfen, dass sie nicht an der Performance gearbeitet haben. Das stimmt. Also das finde ich immer wieder positiv zu sehen, dass in diesem Spiel eine Weiterentwicklung steht, die stattfindet. Wohl im ersten, als auch im zweiten Teil. Ach, der hält ja schon hier. Ja, weil er der Meinung ist, er hat schon sein Heimatgleis. Ja, lustiger. Lustiger Typ. Okay, Fahrzeug verwalten. Wir wollen es jetzt quasi genauso bauen wie das andere. Dafür nehmen wir uns beide hinein. In das Auswahlmenü und dann gucken wir uns mal, welche das sind. Baureihe 5280DR. Die ist es. Zweimal. Die kommt weg. Und dann haben wir hier. Das sind die normalen Rungen. Nee, ne? Nee, da hatten wir ja, glaube ich, die 80 km/h Runge. Die originale? Ja. Glaube ja. Das ist nicht. Die ist das. Die, ja, die könnten das sein. Ja. Die mit 12 Kapazität, ja. Ja. So, ändern. Wartung, Mittel. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass der andere das auch richtig macht. Aber es dürfte jetzt eigentlich hinhauen. Ja. Yep. Müsste ja zweimal jetzt einen Gleiswechsel vollführen. Ne, dreimal sogar. Wenn so schlicht ist. Ach, das war ja wieder die fliegende Kamera. Ja. Die Bogenkamera. Klar, es muss immer einer warten. Aber das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Dadurch haben wir halt immer einen schönen Takt und gleichmäßig nicht, dass einer halb leer wieder losfährt. Schönes Bild.
Könnte ein Thumbnail werden. Der dürfte jetzt, genau, der fährt jetzt durch. Passt doch genau. Alter. Wie geplant. Ja, jetzt müsste das Sägewerk ja jubeln. Theoretisch müsste es Purzelbäume schlagen, ja. Würde schon fast ein zweites notwendig werden. Hört sich echt gut an, ey. Ja, aber es ist eigentlich gut, dass der leere Zug immer wartet, ne? Der Beschleuniger schneller. Ja, und der volle kriegt dann mehr Bezahlung, wenn er schneller da ist. Wie viel haben wir denn da drauf? 40? Krass. Ja, wir hatten uns ja für kleine entschieden. Stimmt, hier sollten noch andere Busse hin, ne? Da war ja noch was mit Gelenkbus. Aber wir lassen hier nicht 8 Gelenkbusse fahren. Kleinen Gelenkbusse, die originalen Vanilla. Wahrscheinlich will er hier die Kappa City L haben. Die schönen. Großer Bus für kleine Stadt. Doch ein C2G. Die Original. Ah, also sprich die die ich nicht aussprechen kann. Duvedeck. Die Berghoff. Ja, die Berghoffs, genau. Okay. Gut. Aber kriegen sogar noch eine Zuwendung. Oh, da ist schon jemand, okay. Für wann, Helge? Ab wann hast du? Muss ich jetzt leider reingrätschen. Okay. Gut, das haben wir. 230 Leute. Oh. Am Flughafen oder am eckigen Ding? Am Bahnhof, eckigen Ding. Die mit dem Express. Alter! Der ist voll. Der ist übervoll. Guck doch mal, was der einnimmt. Ja. Alter, was macht die Linie? 100 Millionen! Wie war das? Und er lohnt sich wieder nicht. Und er lohnt sich wieder nicht, Mann, du. Das ist aber auch immer schlimm, du. Crazy, echt. Ja, ich glaube, du musst nur mal größer nehmen jetzt. Krieg nicht mal alle weg. Wir müssen mal gucken, was am anderen Ende ist, ne? Am runden Ding. Am runden Ding. Ja, 138. Ja. Alter Schwede, das ist crazy, echt. Dann... Nimm mal Käs größer. Oder noch einen drauf. Nee. Hä?
Ach so, stimmt, wir haben ja welche bestellt. Ich wollte sagen, warum sind da jetzt zur Hölle die anderen drauf? Die gerade. Gut, kann natürlich jetzt auch sein, dass der natürlich hinter denen hergezuckelt ist. Ja. Ja, lassen wir noch mal ein bisschen. Gucken wir zum Ende der Folge noch mal. Ich notiere es mal. Ja, das ist eine gute Idee. So, das haben wir gemacht. Holz haben wir ausgebaut. Das heißt, jetzt kommen wir ein paar mehr Brettchen. Friesnitz-Zwischenstopp. Friesnitz-Zwischenstopp. Stimmt, haben wir in der letzten Folge noch gesehen. Am Ende der letzten Folge. Dass in Friesnitz hier die Baumaterialien ausgetauscht werden. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir denen jetzt erzählen. Friesnitz-Sommerloch. Ach nee, das ist das Personendenken hier. Friesnitz-Bauma. Da müssen wir jetzt eben mal die Linie verwalten. Und in Friesnitz soll der bitte nur... Nee, gar nicht. Der andere muss... Den anderen müssen wir bearbeiten. Den Rom-Werkzeuge. Der soll in Friesnitz einfach nichts laden. Der soll in Friesnitz kein... Ja, nichts, gar nichts laden? Nee. Der soll... Nee, gar nichts laden. Gar nichts laden, ja. Der fährt von Rom ja nach Friesnitz die Werkzeuge. Ja, abliefern. Genau. Gut, dann passiert da jetzt hoffentlich auch weniger. Wie sieht das hier aus? Immer noch zu wenig Kohle. Alter, das ist doch crazy, ey. Wo holen wir so viel Eisen denn her? Ja gut, wir haben ja dieses Riesendepot bei Aschaffenburg. Stimmt, haben wir ja auch noch aufgemacht. Aber wir kriegen auch nicht mehr Kohle. Eins bauen. Nee, das eine hat ja noch nicht mal, ist ja noch nicht mal. Oder zwei. Die liefern alle keine 100%. Also die liefern, versenden nicht alles. Also das ist noch nicht so viel Nachfrage. Wahrscheinlich haben sie keine Übernachfrage oder so. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja genug vorhanden. Die produzieren ja zwei. Ja gut, wir haben ja auch große LKWs geschickt. Okay. Ja, sollte auch so hinhauen. Oh, was für ein Bild. Grandios, Leute. Grandios. Wunderschön. Okay, so. Friesnitz haben wir auch erledigt. Jetzt habe ich hier hinten noch so einen riesen dicken, fetten Baumstamm. Den sieht man aus weiter Entfernung. Wenn ich da draufklicke, sind da 700 Einheiten Holz, die hier hinten zu den Sägewerken wollen. Und die Sägewerke sagen, bringt uns mehr Holz. Also bringen wir denen jetzt mehr Holz. Weil die LKWs sind voll. Und deswegen, 40 haben wir jetzt drauf. Aber verdoppeln. Verdoppeln? Mindestens. Das mochte das Spiel nicht ganz so gerne. Und jetzt gehen wir den auch noch unterhalten, oder? Alter Schwede, ey. Was für ein Rechtsstreit. Wie viel fallen da jetzt in Aschaffenburg aus dem Depot raus? 40. Das muss ja wieder ein Mega-Verkehrsstau sein. Ja, könnte man so sagen. Man könnte jetzt die Fahrzeuge ja nochmal in Linienfarbe hier machen. Ja, oder in Waldgrün. Ja, wir haben noch andere. Achso, warte mal, das ist... Die können wir so malen. Da haben wir eine Wartung drauf, das ist gut. Und dann können die auch hier waldgrün werden. Wie ist das hier mit Werkzeugen aus? Werkzeuge haben wir auch zu viele, kriegen wir auch nicht alle abtransportiert. Da wollten wir ja, glaube ich, nochmal die Flugzeuge tauschen. Wir können auch einfach nochmal ein großes draufsetzen.
Was zwischendurch ja, mal alles abfrühstückt. Wir wollten ja wegen der Performance wollten wir ja auf die Boeing wechseln. Also wegen dem Starten, meinst du? Wegen der Startgeschwindigkeit. Boeing 747. So schön groß wie die sind, aber. Lufthansa oder welches hätten sie gerne? Die Lufthansa von mir aus. Was? 450 Millionen? Ja, moderne Technik kostet. So, mal gucken. Der ist gerade getauscht und startet. Haben wir schon mal schöne Erfahrungen mitgemacht? Auch schade. Auch ein schönes Bild. Richtig. Grandios. Ja, das würde ich halt auch in einer anderen Staffel. Flugzeuge sind nicht für sowas geeignet. Ja, da können wir jetzt nochmal zwei drauf schicken. Weil die ja nicht ganz so viel Kapazität haben. Noch zwei drauf schicken? Mhm. Dann schicke ich nochmal vier drauf. Umso besser. Karlsruhe Maschinen. Glock. Ja, da ist die Halle zu klein dafür. Ja, das. Wie war das? Das hat der Ramp Agent von der A380 dann auch gesagt, dass es als der Heckfluss oben drin hing. Ja. Das ist gut. Ja, oder wie damals in Malta unten, da haben sie einfach die Maschine vorwärts reingezogen und haben das Heck hinten einfach draußen stehen lassen vor der Halle. Das ist auch eine schöne Idee, ja. Bis die neue Halle gebaut wurde. Ja, okay. Er sagt auf jeden Fall Vollladen einer Fracht, das ist schon mal gut. Kommt schon die nächste angeflogen hier. Ja, die startet deutlich schneller als die Antonov. Also jetzt bei 120 ist das Ding noch überladen. Wir waren bei über 200. Das heißt, das Ding muss ja richtig überproduzieren. Mhm. Oder... was auch immer. Ja gut, zwei Flieger und die Sache ist leer. Guck mal, die knutschen. No die, strike. Die knutschen. Ich glaube, das ist auch ein gutes Thumbnail. Stimmt. Muss ich das nochmal wegmachen? So. So, den Mauszeiger nochmal hier oben hin. Und weiter geht's. Ja, guck mal, jetzt sieht das schon gut aus. Selbst bei 70 ist das Ding immer noch überladen. Alter, was wir alles in die Luft pulvern, ne? Was einfach weg ist. Mhm. Ist echt schade. Ja gut, das aber jetzt steht immer eins da und wenn 70 voll sind, oder 77 voll sind, fährt's weiter. Aber wenn das nochmal wieder ein paar landen, dann sind gleich keine mehr da. Da ist noch wieder eins. Jetzt nochmal ein Schmatzer auf die Wange. Flugzeugliebe. Ich glaube, ich nenne die Folge Flugzeugliebe. Mhm.
Selbst bei 62 ist das Ding überladen. Das ist echt. Also nicht für Cargo geeignet. Nicht für die Mengen. Ja. Nee, nicht für die Mengen, die wir hier produzieren. Oder die man benötigt, sagen wir es mal so. Selbst bei einer Fabrik wäre er schon völlig überlastet. Oh, der zieht durch. Warum denn? Die Bahn ist doch frei. Hä? Was? Angsthase, Angsthase, Angsthase. Genau. Du Lösche. Wie war das? For security reasons, we are turn around. Oh, das waren die Scherwinde, die da herrschen auf dem Körper. Das ist ja Verkehr, ey. Ja, ziemlich knapp bemessen, finde ich. Wieso? Wieso? Weil hier die Hälfte der, na gut, die ist schon eingedellt gewesen vorher. Ja, der Buckel ist normal. Der entsteht einfach so, sagst du. Nee, nee, das ist das Oberdeck. Ach so, ich dachte, der wäre durch die landenden Flugzeuge entstanden. Nee, nee, also die 747 hat schon immer so einen Hubbel gehabt. Hey. Der Flughafen ist leer. Jetzt kann die Fabrik endlich mal wieder Vollgas produzieren. Ja. Startet wieder durch. Passt dir das nicht, oder was? Ihm steht zu viele Flugzeuge rum. Er will noch ein bisschen Flugstunden kassieren. Und nochmal. Ja, Cargo-Flugzeug, da klatscht halt keiner beim Landen. Ja. Oder so. Hier wird schon über die Fortpflanzung von Flugzeugen diskutiert im Chat. Ich weiß, wie so ein Flugzeug entsteht. Definitiv in der Halle. Nicht in freier Wildbahn. Aha, so sieht das also von innen aus. Oben Sitzplätze drin? Naja, okay. Ja, gibt's bei der 747 Cargo. Begleitpersonal. Könnte eventuell das ein oder andere Flugzeug zu viel sein, aber es macht ja nichts. Wir wollen mal gucken, was die Baumstämme auf dem LKW machen. Stimmt. Es sind weniger geworden. Es ist nicht mehr ein großer. Sind denn schon alle da? Das ist eine ganze Reihe jetzt, ja. Ja, dann ist ja die Chance groß, dass sie abtransportiert werden. Das stimmt. Alle durch sind. Aber es wird natürlich immer nachproduziert, ne? Mein Gott. Die Brettchen kommen hier unten an. Das stimmt. Fahren die denn schon dran vorbei? Ist das zweispurig? Ja, glaube schon, oder? Einspurig, nee. Die Zufahrt. Die Zufahrt ist einspurig. Na gut, dann brauchen die Brettchen noch ein paar Minuten. Oh, stimmt.
Da haben wir gar nicht dran gedacht. Aber die Maschinen, das reicht noch so. Krass, da habe ich gar nicht dran gedacht, ey. Ja gut, jetzt haben wir natürlich erstmal die alle hier, weil die erstmal abholen wollen. Dann kommt aber nachher wieder die andere Part, der dann halt auch das Holz wieder mitbringt. Hier stehen auch noch einige als Nachhut und der Stau wird hier hinten ja auch weniger. Das heißt, wir arbeiten da gut dagegen, das ist schon ganz gut so. Mir tun bloß die Staplerfahrer leid für die Holzbalken. Also für die Baumstämme. Beim Laden. Die jetzt arbeiten müssen, oder was? Ja, Sonderschichten schieben. Ah, guck mal, hier kommen jetzt mal wieder ein paar Holzbrettchen. Ich warte jetzt mit. Gar nichts. Ja gut, im Moment kam natürlich wenig, ne? Ja. Der holt noch ab. Ach guck mal, die verdienen ja auch schon richtig hier. So, hier sieht man, Stau wird weniger. Alle, die hier ankamen, sind jetzt alle hier noch hinten mit dran. Stellen sich hier jetzt hinten an. Das heißt, wir haben jetzt eine gute Chance, dass die Maschinenfreunde da eher durchkommen. Das ist gut. Werden halt auch die Maschinen abgeholt, sollten mal welche ankommen. Das sieht gut aus. Wenn aber weniger. Und das ist ja das, was wir wollen. Ja, Durchsatz brauchen wir. Ja. Da müssen wir nachher gucken, wenn sich das alles so ein bisschen eingespielt hat, wenn wir nachher zu viele haben, dann können wir auch noch was runternehmen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall eine gute Grundvoraussetzung. Ach, da kommt ein Schiffchen. Ach, guck mal, jetzt hat er auch ein paar Brettchen. 40 Brettchen. Ah, siehst du, läuft doch. Ja. Wie gesagt, die müssen natürlich jetzt erstmal alle wieder nach hinten fahren. Und dann müssen die Hölzer, die wir da jetzt hinbringen, auch schnell nochmal verarbeitet werden. Und dann bringen wir die alle wieder mit. Und dann sieht das auch wieder ganz anders aus. Hier sieht man, wird stetig immer noch weniger. Und das wird auch stetig weniger. Da sind wir echt, läuft. Das ist ein gutes Maß. 50, 60, das finde ich gut. Ja, wenn das so bleibt, dann haben wir kontinuierlichen Fluss. Ah, wird wahrscheinlich nicht bleiben, aber in der Nähe wird es ungefähr so sein. Also ich denke mal, den LKW kriegen wir meistens voll. Wie sind die Wälder? Sind die schon voll ausgelastet oder? Ja, nur der Transport lag natürlich ein bisschen Minimum, weil wir natürlich viel verloren haben. Ne? Das heißt, wir haben es nicht transportiert, sondern es ist despawned. Ja. Es ist verbrannt oder so. Ausgetrocknet. So, jetzt haben wir den Bahnhof hier leer, wollte ich gerade sagen. Was jetzt an Holz reinkommt.
Ja, da flummern ja jetzt die Brettchen. 60. Jetzt geht's rund hier. Zu so, ja gut, die Schiffe haben eine gute Taktung. Ja, die haben eine gute Taktung. Die laufen hier schön Ketten, Schienenkettenartig hier rauf und runter. Ich muss sagen, hoffentlich haben wir genug Kapazität, aber das muss. Haben die Schiffe 200 irgendwas? Ja, irgendwas bei 200. Schön, 100. 100 Hölzer sind da. Jetzt sieht's los. Jetzt läuft's. Fast so viel wie er sonst gefahren ist. Und das ist erst der Anfang. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das erst der Anfang ist, ja. Vor allem, wir verteilen Maschinen ja überall hin dann da. Wir bringen es ja zum Sammelpunkt und dann Ingolfing geht ja eigentlich jetzt richtig los. 111 Hölzer, cool. 222.000 auf dem Weg bis jetzt hast du es gemacht. Also es könnte sich langsam lohnen, die Schifffahrt. Autosave. Ja, ich meine, vorher war ja auch schon einiges an Werkzeugen, ne? So, also den Holzer haben wir gemacht, den Fräsnitz haben wir trocken gelegt. Den Zug haben wir getauscht bei den Baumstämmen. Die zweite Versorgerlinie Alt-Rahnstedt hatten wir ja noch nicht gemacht. Da wollten wir uns noch anschauen. Achso, für die Waren. Zwei. Für Waren, ja. Jetzt fluffert das ja. Bring alle Brettchen mit. Mal mehr, mal weniger, aber mindestens halb voll. Alarm ist dabei. Und jetzt ist das ein guter Durchfluss. Jetzt haben wir, glaube ich, haben wir hier überhaupt noch Stau? Ein bisschen noch. Ein bisschen Rückstau haben wir noch, aber auch nicht mehr viel. Auch voll. Haben wir gesagt, vollladen? Ich glaube ja. Da passt aber von der Staulänge, da kann der gelb-grünen Linie kann da ja ganz gemütlich, wenn der Moment steht, stehen ja zwei, drei LKWs immer auf Halde. Kann ja da auch reinschwingen. Das stimmt. Sehr gut. Stimmt, von hier sollen sie voll fahren und von da hinten dann. Nehmen sie nur das mit, was da ist, damit sie da hinten nicht lange stauen. Genau. Okay, gut, ja, dann fahren wir das ganze Jahr mit dem LKW hier runter. Bis zum Bahnhof. Hier haben wir auch umgewechselt auf die anderen Züge. Da wollten wir auch Kapazität. Was denn? Da wollten wir ja noch die Linienführung ein bisschen anpassen. Stimmt. Die haben wir jetzt ja beide hier rausgezogen. Aber ich glaube, das ist trotzdem immer noch besser, wenn wir uns hier auf die Hauptstrecke stellen. Ja, stimmt. Ja, lieber. Lass uns mal so laufen. Bis jetzt gibt es ja keine großen Staus. Nee, es ist ein Wunder eigentlich. Für das, was hier an Linien durchgeht. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5 Linien gehen hier durch. Über ein zweigleisiges Feld. Über eine zweigleisige Brücke. Mhm. Kein Stau. Ist da. Obwohl sie aus vier verschiedenen Richtungen mehr oder weniger kommen. Ja. Na, Förder. 71. Also war es doch die richtige Entscheidung, nicht auszubauen. Ist denn die S-Bahn nach Aschaffenburg? Hm, ich glaube, das sollte man mal einen Fahrzeugwechsel machen. Möchtest du das gerne machen? Ja. Hast du da überhaupt die Befugnisse zu?
Ja, ich habe die Ausschreibung geschrieben. Oh ja, okay. Was haben wir denn da jetzt drauf? BR442. Ja. Dreiteilig, glaube ich. Fünfteilig. Fünfteilig. Okay. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwas mit mehr als 100 103 Kapazität. Vielen Dank für deinen Support, mein lieber Amix. Vielen Dank fürs Fensterputzen. Steig ein jetzt. Komm, wir wollen weiter. So, was haben wir denn da? Was hat denn der ES1? Der ES1 115 Kapazität, 160 km/h, 20-fache Ladegeschwindigkeit. Schneller beladen, weniger Leistung. Nee, dann 430. 30, warte mal, muss ich jetzt mal suchen. Glaube ich ganz oben. Ja, müsste da oben irgendwo sein, ne? Da ist der 430. Mehr Kapazität, mehr Ladegeschwindigkeit, noch weniger Leistung. 23, 22 wahrscheinlich genauso. Leistungstechnisch gleich, ja. Also doch eine BR420 hinsetzen. Das ist die einzige. Wie gut Leistung hat er? Ja, doch, die anderen. Achso, die hier oben, ja, genau. Und dann Doppeltraktion oder was hätten wir gerne? Ja, Doppeltraktion. Und welche Lackierung? Verkehrsrot? Die Orangenen. Die orangenen? Lichtgrau-Orange. Lichtgrau-orange, jawohl. Millionen, dafür müssen wir erstmal einen Antrag stellen. War Spaß. Genehmigt. Okay. Ausgeführt. Danke. Kriegt sogar hier volle Zuwendung, wollte ich gerade sagen. Ach ja, das ist der Kantopolis der Zug hier. Guck mal, komm gleich hier reingefahren. Easy. Ist das? Das ist aber auch ein Bahnhof hier, doch. Das ist ein bisschen zu hell, ne? Ein bisschen so. Pff. Ja, immer diese sterilen modernen. Ja. So ein bisschen Anthrazit wird da auch nicht schlecht tun, glaube ich. Aber ich finde die Position ja auch gar nicht so schlecht. Ja, noch zu allem Überblick. Wir sagen, wir verweilen hier noch ein Weilchen. Hier ist immer was los. Kommen Sie die Bahnschranken oben, gehen Sie wieder runter. Kommen Sie die Bahnschranken oben, gehen Sie wieder runter. Und hier sind früher Fahrzeuge drüber gefahren. Ja. Voll ist dein Kantopolis, 6 mal halb voll, geht noch. Alles easy. Glaube, da kommt ein Zug, die Bahnschranke gehen wieder runter. Oh Gott, noch ein Zug. Nicht mal ein Zug voll, weißt du. Und der will eine Doppeltraktion fahren. Ja, sicher doch. Ich will ja mehr Leute auf die Schiene kriegen. Ja, kann ich verstehen. Was wir probieren könnten, ne? Nochmal so. Und kannst du ja mal ein bisschen so im Hintergedanken mal Gedanken drum machen. Ob wir deinen Bahnhof nicht ein bisschen versetzen oder vielleicht einen U-Bahnhof draus machen. Dass wir durchfahren können. Dass wir jetzt hier den vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wird es ihn auch behalten. Aber man könnte ja auch hier links so einen U-Bahnhof hinsetzen. Ein Stückchen weiter. Oder Dass auch man hier, dann, oder auch hier unten drunter. Dass man dann vielleicht noch weiter fährt. Amsterdam, Sommerloch. Oh, lass mal die Planungen wirken.
Genau. Einfach nur mal so könnte. Willkommen in Kantopolis. Einen schönen Helge! Aufenthalt. Alter! Nach 23 Monaten endlich mal wieder abonniert. Helge, vielen Dank für dein Resub, Mann! Auch schon über 2 Jahre, der Typ doch. Da ist aber auch. Guck mal, was hier los ist, ne? Ist aber auch viel befahren und trotzdem kein Stau. Durchschlubbert. Möchtest du hier vielleicht andere Gelenkbusse haben? Ja, die Capacity. Und zwar Erst die L. die L, ne? Endlich hat Es mal einer muss. sich die L ausgesucht, ja. Ich dachte Ja, schon, du XL. musst die in Kantopolis nehmen. War das XL gibt's ja leider nicht. Ja. So. Wartung lassen wir auch natürlich. Die sollen ja super aussehen. Und dann lassen wir die jetzt mal auf uns wirken. Nick ab und gegen den Bordstein geknallt. Oh, die Zielsch na, ist echt schön, die Zielschilder und so. Alter, wie viele Türen da hat, doch? Manche gehen von außen auf, manche von innen. Also manche mit Schiebetüren, manche mit Schwenktüren. Das ist schon krass, Alter. Ich sagen, die Türen sind zu, du kannst losfahren. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal angucken. Super! Toll! Gleich einen Unfall gebaut. Okay, die hintere Achse lenkt leider nicht mit. Das wäre jetzt natürlich ein Kracher gewesen, ne? Ja. Sind schöne Busse, echt. Ganz schick gemacht. Oh, hier ist ganz schön viel Busverkehr und LKW-Verkehr. Und Autoverkehr. Hey. Aber der andere Bus fährt dem nicht hinten rein. Also haben sie auch die Kolli gut hingekriegt. Also die Ränder davon. Da ist schon wieder einer im Hintergrund durch. So, jetzt muss er hier abbiegen. Was Schmuck gemacht, echt. Mal so, ich bin heute auch Gelenkbus gefahren. Macht immer wieder Spaß. Also ich muss sagen, der hat echt Art. Ja, wollen wir gegen Ende der Folge noch mal eine Volkszählung machen? Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum, sonst kriegen wir einen Beschwerdebrief von den Bürgermeistern. Also. Ganz oben ist Alt-Rahnstedt. Achso, Größe, ne? Genau. Nee. Es kommt ja hier wieder auf die Größe drauf an. Kantopolis gefolgt von Elmshorn, Aschaffenburg kratzt sich langsam wieder ran. Dicht beieinander Rom, Epfenhofen und Dresden. Dann Erfurt, Wolfhausen hält sich echt wacker, muss ich sagen. Ja. Dingolfing ist auch ordentlich Oh. hochgekraxelt, muss ich sagen. Guten Schub, auch wenn schlechte Emissionswerte. Aber ja, die Versorgung mit Werkzeug macht sich bemerkbar. Ja, dann haben wir unser Friesnitz dabei. Auch der hält sich im guten Mittelfeld. Karlsruhe mit den besten öffentlichen Verkehr. Gefolgt von Hannover.
Alt-Rahnstedt, Amsterdam, Sommerloch, Görlitz und Heiligenhaus. Ja, Görlitz müssen wir ja auch noch Werkzeuge liefern. Und ansonsten haben wir alle Städte beliefert, Manu. Das ist wirklich nur noch eine einzige Stadt. Das ist echt nur noch eine einzige Stadt mit Werkzeugen. Und das bekommen wir hin in den nächsten Folgen, mit Sicherheit. Wir können aber gucken, wer hat das höchste Wachstum? Kartopolis! Zusammen mit Dingolfing. Und gefolgt von Aschaffenburg. Wow! Dann kommt schon Friesnitz. Friesnitz mit 430%. Ja, meine Warenversorgung schwächelt immer noch ein wenig. Manu ist immer noch auf Platz. Manu ist auf Platz 1 mit hochgestiegen. Alle drei. Okay, jetzt ist er wieder runter. Aber Dresden, Erfurt, Wolfhausen mit 410% und Amsterdam mit 400%. Also es ist echt alles nah beieinander. 390 Karlsruhe. Nee, gar nicht. Amsterdam und Karlsruhe. Also das stockt ja immer mal wieder so ein bisschen hoch und so. Sollen wir doch mit 210%, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen der sehr guten Anbindung. Wahrscheinlich, ja, weil da alles hinfährt. Gut, nichtsdestotrotz sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut in eine weitere Folge. Denkt dran, freitags Live-Let's Play. Gerne auf Twitch oder hier auch auf YouTube mit reinschauen. Wir sind derzeit hier 90 Live-Zuschauer auf beiden Kanälen. Von daher verpasst es nicht. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt eins mit. Dann werdet ihr auch mit einer Glocke dran erinnert, wenn ihr die anhabt. Und dann sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge. Bis zum nächsten Mal. Euer Kante. Tschüss. Tschüss.